Ja, ich bin jetzt wieder raus. Ich habe, glaube ich, 4 Stunden hier im Supermarkt verbracht, weil ich ständig Probleme mit der Kamera hatte. Vermutlich, weil ich dann irgendwie ja durchs Hemd dann das Handy bedient worden ist und dadurch dann sich ausgeschaltet hat. Also ich bin auf irgendeinen Knopf gekommen, hier an der Seite. Deswegen habe ich dann immer wieder die Runden neu gedreht. Also irgendwann habe ich die Nase voll gehabt. Habt ihr wahrscheinlich dann auch irgendwie jetzt gesehen, bei den letzten Beiträgen habe ich jetzt dann einfach was gekauft jetzt. Ich wollte einfach mal jetzt auch was einkaufen, dann das mal ausprobieren. Und dann ist es eben auch verwackelt oder sonst irgendetwas. Oder ich habe jetzt auch mehr Stücke. Ich wollte einfach alles einem Stück drehen. Und das hat einfach nicht hingehauen. Das heißt, also ich habe jetzt wirklich 4 Stunden für euch investiert. Oder ja, ich glaube, das 4 Stunden dürfte das mindestens sein. Ich wäre um 4 Uhr losgezogen, jetzt haben wir 9 Uhr, 5 Stunden. 5 Stunden, da war ich noch eine halbe Stunde unterwegs mit dem Laufen. Ja, gut. Also um gut 4 Stunden bin ich hier für euch im Supermarkt gewesen. Ich hoffe, die Beiträge, das heißt, die Aufnahmen bringen was. Ich hoffe, die sind was geworden. Ich habe einfach die Kamera in die Brusttasche gesteckt und dadurch eben aufnehmen und dann aufgenommen. Deswegen alles in senkrechter Aufnahme. Ich nehme gerne lieber am liebsten mal breit auf, aber es ist natürlich unter diesen Umständen nicht möglich. Ich hoffe, dass ihr das eben auch bereit seid, positiv zu werten und positiv zu sehen. Ja, da kommt jetzt ein Krankenwagen. Ich kann ja mal eben rüberschwenken, dann kriegt ihr aber was mit wieder. Da ist der Supermarkt. So. Jetzt gehe ich nach Hause, zu meinem Hotel, wo ich dann hoffentlich nicht mehr lange wohnen werde, weil es ist letztendlich für meine Begriffe immer noch zu teuer. Es war vielleicht für viele günstig, mit 35 Euro pro Nacht. Da habe ich auch Swimmingpool, Dachterrasse, Fitnessraum und Frühstück und diverse Räume, halt, wo man eben dann sich relaxen kann. Dann habe ich ein Zimmer mit Doppelbett. Allerdings das Doppelbett ist so kurz, da passe ich nicht von meiner Länge her drauf. Da muss ich mich schräg drauf legen. Und Schreibtisch mit Kleiderschrank und Badezimmer mit Dusche und Waschbecken und Toilette. Also alles eigentlich ziemlich gut, aber trotzdem, früher habe ich mir weder Taxi noch Hotel geleistet in meinem Leben. Jetzt fange ich hier an, hier im Paraguay mir solche teuren Dinge zu leisten, weil ich will in Asunción möglichst alles noch erledigen. Was ich zu erledigen habe, oder meine, dass erledigt werden sollte, möglichst jetzt früh. Und das war jetzt ja auch für mich eine Sache, dass ich jetzt mal wissen wollte, was in so einem Supermarkt alles natürlich zu kriegen ist. Das heißt also, ich habe es auch für mich gemacht, aber 2 Stunden mehr als eigentlich, wie man sagen, jetzt normal oder 2,5 Stunden länger, als ich eigentlich gebraucht hätte. Aber wegen der Aufnahmen, die ich euch unbedingt liefern wollte, habe ich halt eben das in Kauf genommen. Dann bin ich auch irgendwann natürlich auch, wo ich jetzt eingekauft habe. Ich dachte lieber jetzt auch was kaufen. Du hast ja auch ein paar interessante Sachen gesehen. Also wenn es nachher irgendwie auffällt und warum laufen sie hier 5-mal durch die Regale? Ja, also und dann so langsam und dann noch so komisch. Also ich hoffe, ihr habt das jetzt positiv gesehen. Jetzt weiß ich gar nicht, wo die Kamera hier aufnimmt. Ich muss wirklich wohl oben hingucken. Aber irgendwie möchte ich auch sehen, wie ich auf dem Gerät hier ausschaue. Aber okay. Ich hoffe, ihr könnt auch ein Like, Kommentar, Abo, Unterstützung teilen. Ja, teilen könnt ihr auch. Und ich werde mal sehen, ob ich das zusammenschneide oder ob ich separat alles mache. Ich schätze mal, ich mache es auch wieder insgesamt gesehen separat, weil das, ja, es macht nicht unbedingt grundsätzlich weniger Arbeit, weil ich es eben dann online halt beschriften muss und Titel versehen muss, die ganzen Stücken. Da eine Info beigeben muss und wenn ich also jetzt alles zusammenschneide, habe ich ein einziges Video. Das ist also, eigentlich ist das leichter, alles zusammenschneiden einfach. Aber schneiden heißt bei mich auch höchstens den Anfang abschneiden und das Ende, aber was zwischendurch ist mit irgendwelchen Schwenks oder mit irgendwelchen Verwacklern, das schneide ich nicht raus. Die Zeit habe ich nicht. Ich werde nur grob gucken, ob alles soweit gut geworden ist und sonst war es das halt gewesen. So, ich gehe jetzt erstmal zum Hotel zurück und ich mache einen Schnitt. Ich möchte jetzt nicht hier wieder so noch mich mit der Kamera weiter beschäftigen. Die ist auch übrigens heiß geworden, die das Handy hat. Da stand dann dabei,
Überhitzung. Weil ich natürlich immer im Videomodus ist, hat die dann entsprechend wirklich mehr Leistung vom Gerät verlangt und dann wird es heiß offensichtlich. Das ist natürlich auch im Körper, das trägt und so. Okay, ich bin